meine lieben Saphire, willkommen zurück auf meinem Kanal. Unscharf, I love that. Ja, scheiß Wetter, you see. Und wahrscheinlich hört ihr es auch, weil mein Ton immer total scheiße ist. Warum fluche ich so viel? Auf jeden Fall, she's back. Naja, ich hoffe jetzt auf jeden Fall länger back als nur für dieses eine Video. Und wie ihr seht, bin ich nicht bei mir zu Hause, beziehungsweise wahrscheinlich ist euch das nicht aufgefallen, aber ich wohne jetzt in Köln. Ich bin vor anderthalb Wochen hergezogen, weil ich ja hier meine Synchronsprecherausbildung mache. Ich habe meine Vermieterin schon gefragt, ob ich bei mir zu Hause Videos machen kann an dem einen Platz da. Ich darf keine Roomtour machen, glaube ich. Ich hätte es uns gern für euch gemacht, aber sie möchte das nicht und ich habe meinen Vermieter aber noch nicht gefragt. Deswegen jetzt zuerst mal ein Vlog. Schön wackelig. Sieht aus wie Gollum. Hi! Und eigentlich sollte ich heute eine Stunde Fahrrad fahren, aber das Wetter ist so scheiße, dass ich darauf keine Lust hatte. Und deswegen gehen wir jetzt zu Fuß. Juhu! Ich mache so einen kleinen Rundgang, den ich im Internet gefunden habe, wo man auch so ein bisschen so Sehenswürdigkeiten sieht. Die kann ich euch ja sonst mal zeigen. Und jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich bin, weil wahrscheinlich bin ich gerade zu weit gelaufen oder in die falsche Richtung oder so. Man kennt's. Orientierungssinn nicht da. Also, ich melde mich gleich mal wieder zurück. Bye! Also, ich bin an den letzten beiden Stationen vorbeigerannt. Obviously. Ich war zwar noch lange nicht da, als ich das letzte Mal mit euch geredet habe, aber jetzt habe ich sie irgendwie verpasst. Wir stehen jetzt auf jeden Fall hier am Krankenhaus Hohlweide. Ihr könnt wahrscheinlich nichts sehen, weil überall einfach nur Bäume sind. Ist jetzt auch nicht so interessant. Ich glaube, ich bin schon wieder an meiner nächsten Abzweigung vorbeigerannt. Aber die Straßennamen sind ja auch in Köln richtig weird. Also die zeigen immer in die Gegenrichtung. Also nicht in die Straße, sondern von der Straße weg. Zumindest voll oft. Und man denkt sich immer so, ist das jetzt die nächste Straße oder was soll das? Also ein bisschen weird. Ich suche mal nach meiner nächsten Station, mal gucken, ob ich sie dieses Mal finde. Wahrscheinlich nicht so, wie ich mich kenne. Wir sehen uns. Die Mülltonne im Hintergrund so, hi. Ich bin jetzt wieder umgedreht, weil ich soll ja nur eine Stunde laufen oder eigentlich Fahrrad fahren. Genau, ich bin jetzt halt schon eine halbe Stunde hin. Jetzt fahre ich wieder eine halbe Stunde zurück, gehe. What is going on in my mind? Und deswegen, ich habe jetzt irgendwie keine Station gesehen. Aber jetzt gehe ich hier zurück. Also mal gucken, ob ich die beiden, die ich vergessen habe, an denen ich vorbeigerannt bin, jetzt finde. Keine Ahnung. Ich bin einfach so an ihr vorbeigerannt. Moment, warte mal. Da muss ein bisschen zurückgehen, damit ihr sie sehen könnt. Sie so, hi. Geht so, ne? Auf jeden Fall gar nicht maximal wackelig oder so. Ist einfach gerade schon wieder ausgegangen, die Kamera. Ich lieb's, weil ich blöd bin. Ich versuche jetzt einfach nochmal die zwei Stationen irgendwie zu finden, an denen ich vorbeigerannt bin. Vielleicht finde ich sie ja jetzt. Ja, so viel konntet ihr jetzt nicht sehen, aber ich wollte jetzt auch nicht irgendwie in die Häuser reinfilmen oder so. Und hoffentlich kann ich das nächste Mal dann auch von meinem neuen Platz aus in der Wohnung filmen. Genau, das wäre cool. Dann sehen wir uns gleich wieder, falls ich diese beiden Stationen finde. Meine Kamera möchte immer nicht scharf stellen. Dann sage ich jetzt erstmal Disrespect, tschüss. Ich glaube, ich zeige euch aber nachher noch ein bisschen was, wenn das Wetter vielleicht ein bisschen besser ist. Also es hat jetzt wieder aufgehört, so doll zu regnen, aber trotzdem will ich nach Hause. Dann zeige ich euch nachher vielleicht noch ein bisschen was, aber verabschiede mich jetzt erstmal und hoffe dann, dass wir uns das nächste Mal in meiner Wohnung wiedersehen. Das wäre natürlich cool. Tschüssi und vielleicht bis nachher. We will see. Hello, it's me, I'm back. Irgendwie so 4-5 Tage später. Ich war einfach zu faul vorher zu filmen, obviously. Ich bin jetzt nochmal zu einem Punkt gegangen, der ganz woanders ist, also vor der Route, die ich letztes Mal angefangen habe, also noch vor dem Startpunkt letztes Mal, ergibt es Sinn, ich weiß es nicht. Es sieht jetzt allerdings nicht so cool aus, wenn es nachts ist, leuchtet es nämlich da überall, aber das ist das Haus Isenburg. Ich blende euch hier gleich mal so ein bisschen was ein und das ist ganz cute und heute bin ich auch mit dem Fahrrad unterwegs, weil es Gott sei Dank gerade nicht regnet, aber es hat die ganze Zeit die letzten Tage geregnet, also es wird heute irgendwann auch noch regnen, nur hoffentlich nicht die nächste Stunde und ich weiß auch, wo die beiden Stationen sind, an denen ich letztes Mal vorbeigelaufen bin. Ich hätte nämlich noch einmal die Straße weiter geradeaus gehen müssen und dann halt wieder zurück und dann in die Straße rein, in die ich gegangen bin. Also ich bin richtig gegangen, ich habe halt nur den Abstecher vergessen. Dann filme ich euch das hier gleich mal ein bisschen. Ihr könnt kaum was sehen, weil alles voller Sträucher ist. Aber wie gesagt, vielleicht bin ich ja nochmal hier. Wenn es dunkler ist, dann sieht das halt viel schöner aus. Dann, genau, fahre ich gleich mit dem Fahrrad nochmal die Strecke ab und dann fahren wir von da aus weiter und gucken, was da noch so alles ist. Ja, ich liebe es, wie man einfach nicht sehen kann. Überhaupt gar nichts. Ich liebe es. Also, ich habe den Ort jetzt gefunden. Es war so ein Drama. Ich bin komplett falsch gefahren. Dann habe ich gesehen, dass ich die Route von hinten nochmal fahren könnte, weil ich einfach komplett abgekürzt habe. Und jetzt bin ich, glaube ich, da. Aber ich habe keine Ahnung, welches Haus gemeint ist. Ich habe es aus Zufall dann gefunden. Eigentlich hatte ich schon wieder aufgegeben und bin den Weg zurückgefahren und habe dann aus Zufall halt noch die Straße gefunden, in die ich reinfahren musste. Aber ich habe keine Ahnung, was jetzt hier gemeint ist.
Hier gibt es einige schöne Häuser. Also ja, ich glaube auch in all den Häusern wohnen irgendwie Leute. Also ich will die jetzt nicht belästigen oder so. Das war ein Drama. Ich glaube, ich muss jetzt sogar wieder zurückfahren, weil ich schon richtig lange unterwegs bin, weil mein Orientierungssinn einfach ist. Ja, ich guck mal, wie ich jetzt wieder nach Hause komme. Dann verabschiede ich mich nochmal. Ich glaube, ich habe es doch gefunden. Ich bin dann nochmal zurückgefahren, nachdem ich schon mal losgefahren bin. Und zwar, glaube ich, meinten die in dem Radweg diesen Turner Hof, diesen Reiterhof. Das ist echt süß. Also so ganz altmodisch, das war, glaube ich, gemeint. Ja, muss ich meine Schwester mal hierher bringen. Die ist ja so eine Reiterin. Aber witzig, so mitten hier zwischen all den Häusern und so. Ganz ungewohnt. Ich kenne das nur, dass Reiterhöfe so auf dem Land sind. Ist auf jeden Fall ganz süß. Ich bin jetzt wieder zu Hause und meine Haare sind einfach komplett am Ausrasten. Babyhaare, wer kennt's nicht? Ich sitze hier schon auf meinem YouTube-Sofa. Das zeige ich euch aber beim nächsten Mal richtig. Jetzt wollte ich einfach nur kurz Tschüssi sagen. Danke, dass ihr das Video gesehen habt. Und vergesst nicht zu liken und zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Denn ich hoffe, ab jetzt kommt wieder was. Vielleicht nicht in so mega kurzen, regelmäßigen Abständen. Aber auf jeden Fall würde ich gerne wieder was regelmäßig machen. Aber am Donnerstag fängt meine Ausbildung an. Also mal gucken, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt und wie viel ich dann halt noch schaffe zu drehen so. Kommentiert auch gerne was, wenn ihr möchtet. Darüber freue ich mich immer. Außerdem ist das gut für den Algorithmus, weil der neue YouTube-Algorithmus ist kacke. Also, give it to him. Und vielleicht schaffe ich ja beim nächsten Mal die ganze Strecke. Ich glaube, nächstes Mal benutze ich einfach Google Maps, weil das war einfach so confusing und diese Karte ist auch so komisch gewesen. Also, vielleicht funktioniert es beim nächsten Mal besser. We will see. Ich muss ja eh einmal in der Woche eine Stunde Fahrrad fahren, also werde ich dann nächsten Dienstag weiter versuchen und mal gucken, ob ich dann auch was filme. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüssi!